Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit einer spontanen Legung am 30. April 2019. Heute haben wir Tanz in den Mai, den Tanz in den Mai, und ich möchte mit dir gemeinsam schauen, was bewirkt diese Energie Tanz in den Mai jetzt in der Seelenpartnerschaft, in der Wunschpartnerschaft, wo du dich vielleicht auch zurzeit befindest. Also ich habe hier einmal die Skatkarten mitgebracht und ich werde noch eine spontane Legung machen. Deswegen ist vielleicht auch für dich besser, entscheide für dich selber, ob du auch meinen Kanal eventuell abonnieren möchtest. Das ist ganz einfach, ganz unkompliziert. Klicke unter dem Video rechts auf den Button Abonnieren und klicke nochmal auf die Glocke. Dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ich auch spontane Sachen einfach hier hochlade. Also je nachdem, wie viel Beratungen, wie viel Zeit ich zwischendurch habe, versuche ich auch immer wieder die Videos zu machen. Heute Morgen hatte ich schon recht früh meine Beratungen, habe ich nicht geschafft. Deswegen melde ich mich jetzt, also am Mittag. So, ich bitte dich, dass du deine Augen schließt und dich in diese Mai-Energie begibst. Einfach stimme dich voll und ganz auf den Mai ein, auf deine Seelenpartnerschaft und auf deine jetzige Situation. Das wird ein kurzes Video sein. Sende mir deine Gedanken zu und schwinge dich in der Energie der Kristallschale ein. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und bist du bereit für die Karten, für die Botschaften. Ich beginne mit den Mischen der Karten. So, was bringt diese Tanz in den Mai nochmal von der Energie für dich und für deinen Herzensmenschen? Also die meisten wollen wissen, wie es in der Liebe weitergeht, ja? Welche Gefühle kommen hier hoch? Oh. Ja, unglaublich, was sich jetzt hier zeigt. Also, so wenn du hier in diese Gruppe bist oder hier mit in Resonanz gehst mit dieser Legung, es zeigt sich hier und heute, also wirklich, dass es ja hier um die Vergangenheit auch Stück weit geht. Also entweder um Vergangenheit, wie das in Vergangenheit gelaufen etwas ist, eure Verbindung. Oder halt auch frühere Leben. Also es geht hier wirklich mehr um dieses Eifersucht eventuell bei dir. Kann sein, dass dein Glück dadurch irgendwie blockiert ist, dass du halt so ein Stück weit noch eifersüchtig bist. Also es zeigt sich hier dieses Eifersucht, also Angst, um Gefühle zu zeigen. Man zeigt sich dann von der kühlen Seite oder von dem kalten Schulter. Das hat wirklich mit der Vergangenheit zu tun. Hier ist das große Glück, dass man das auch wirklich für sich anerkennt, diese große Glück, und dadurch in der Stabilität kommt. Also es geht hier nach wie vor um den Vertrauen in deinen Wunschpartner oder Seelenpartner. Es zeigt sich hier eine weibliche Energie, entweder, also die untere Karte des Decks, entweder ist da noch eine Partnerin vorhanden, und wenn nicht, also es geht hier um deine weibliche Energie, um deine Passivität, dass du in deine Weiblichkeit gehst und dass du einfach empfängst und nichts machst, sondern an dir arbeitest, also ins Vertrauen kommst, in deine Stabilität kommst, dass du halt, was in der Vergangenheit gefühlt hast, diese Eifersucht bearbeitest, so für dich. Das zeigt sich jetzt hier in den Karten. So, ich bitte jetzt die Engel um ein Zeichen, wann ich die Karten auslegen darf. Also es geht definitiv um Seelenpartnerschaften, dass du in deine Kraft kommst, dass du deine Gefühle halt nicht
Ja, dass du das nicht diplomatisch zeigst. Du hast ein Stück weit Angst, Ängste hier, deine Gefühle zu zeigen. Deswegen dieses Reserviertheit, ja. Also bleibe dir selber treu, sagen dir die Karten. Ja, ich lege die Karten jetzt aus. Was wollen die Karten jetzt dir auch sagen? Für diesen Tanz in den Mai. So, ich mache das lieber immer wirklich vor der Kamera live mit den Karten, weil das dann auch nicht fortführend ist, diese Legung für einen Seelenpaar, die jetzt alle da reingehören, sondern greift auch so die Energie, erfasst auch mehrere Menschen vielleicht. Und die Botschaften sind für die Menschen gedacht, also sie werden auch hier zu meinem Kanal geführt, wo sie hier mit dieser Legung doch in Resonanz gehen. Ja? So, Stück weit sehe ich dich hier nicht mehr im Gefühl, Stück weit sehe ich dich hier sehr im Kopf. Das fällt mir jetzt wirklich extrem auf. Und da hat ein Rollentausch stattgefunden. Das ist unglaublich. Also von der Energie her definitiv ein Rollentausch. Also wir haben ja immer den Loslasser und den Gefühlsklärer. Und das hat sich jetzt komplett hier bei dir gerade umgewandelt. Ich habe das Gefühl, dass dein Gegenüber total jetzt in Gefühl gegangen ist und du bist wirklich im Kopf. Also es kann auch wirklich daran sein, dass du so einiges auch bei dir schon bearbeitet hast. Also du weißt hier definitiv, dass du in diese Seelenpartnerbeziehung bist. Das weißt du. Ich habe auch das Gefühl, dass du recht gut bei dir bist. Also du bist bei dir zu Hause, bist du bei dir. Dennoch hast du ein Thema, was sich auch gezeigt hat, deine Eifersucht. Ja, ich weiß jetzt nicht, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und das geht auch schon wirklich spannend weiter, weil hier zeigt sich die Vergangenheit. Also es muss irgendetwas in der Vergangenheit stattgefunden haben bei dir, dass du halt auf diese Abwehrhaltung bist. Halt, stopp, bis hierher und nicht weiter, also diese klare Abgrenzung, diese Eifersucht, was sich hier zeigt. Also ich sehe, dass das halt mit dem Früher zu tun hat, ein Stück weit auch eventuell mit dem früheren Leben. Das kann durchaus sein, dass es halt karmisch ist, weil hier auch die Spiritualität hier noch mit aufgezeigt wird. Ja, es fehlt auch hier zwischen euch an der Verständigung, habe ich das Gefühl. Und ja, also ist auch eine gewisse Autorität, also wird von dir auch gezeigt. Auch wenn du das Gefühl hast, dass es so eine starke Anziehung da ist, dieses starke Verliebtsein, diese starke Freude auch, was du spürst, vielleicht auch diese sexuelle Anziehung. Du schaust aber definitiv davon weg. Im Moment willst du davon unbewusst, also irgendwie auch nichts hören. Du weißt das im Kopf, dass es deine große Liebe ist, dass es eine wahre Liebe ist, aber momentan ist irgendetwas vorgefallen, wo du auch wirklich eifersüchtig bist. Also so weit und ja, und das hat auch wirklich hier mit deinem Glück zu tun. Also wie glücklich fühlst du dich auch momentan? Das ist eine karmische Geschichte. Also du hast definitiv größere Wünsche, was in der Realität umsetzbar ist. Also das ist momentan nicht lebbar. Das ist karmisch. Also ihr seid karmisch miteinander verstrickt. Und auch die Kommunikation findet überhaupt nicht statt. Also ich habe das Gefühl, dass du dich diesmal komplett zurückgezogen hast, dass du auch einfach so nach innen schaust und auch hier ganz bewusst deine Schmerzen, deine Verletzungen, die Herzheilung, also die fehlende Kommunikation, auch wenn jetzt hier eine bestimmte Nähe da ist, dass du das jetzt erstmal bearbeitest und das jetzt schon wirklich eine ganze Zeit oder dauerhaft schaust du dir diese Themen an, da deine Abwehrhaltung auch. Also du bist jetzt einiges bei dir am Klären,
Ja? Dein Gegenüber dagegen, dem geht es richtig schlecht. Der ist im Gefühl und ist ganz, ganz unten. Oh mein Gott. Also soweit ich dieses Bild jetzt anschaue, ja, dein Seelenpartner schaut aus dem Geschehen heraus. Da hat er auch noch eine Frau an seiner Seite. Also falls das jetzt, falls du jetzt hier zu meiner Legung gehörst oder halt, ja, das kommt mir so, dass da eine Frau da ist, eine feste Beziehung eventuell da ist und dass er halt auf diese Stabilität noch, also immer wieder hinschaut, also dass er so in seine Stabilität verbohrt ist, dass er das so für sich behalten will. Da ist die Karte Weite, das kann auch jetzt fürs Geld stehen, dass er also noch ganz, ganz weit ist, von dir entfernt, auch räumlich von dir entfernt ist und allerdings, der braucht halt diese materielle Werte, diese Stabilität hier, um gut dazustehen, in der Öffentlichkeit gut dazustehen. Also der hat hier familiäre Verhältnisse mit dieser Frau. Allerdings sehe ich hier auch diese Karte, wo immer wieder Ärger da ist, wo immer wieder Blockaden da sind, wo immer wieder Stagnation da ist. Und das liegt aber auch ein Stück weit an dieses Unentschlossenheit. Also er fühlt schon im Herzen, fühlt er schon für dich etwas. Allerdings ist er recht unentschlossen, was jetzt Veränderungen angeht. Also das ist Zweifeln und Zögern und im Grunde also es zeigt sich auch recht diplomatisch. Das hat auch was mit einem gewissen Egoismus seinerseits zu tun, weil da halt ihm diese materiellen Werte wichtiger sind, wie jetzt sagen wir mal die Liebe. Schau doch mal einfach die Karten an. Also um dich herum ist rundherum mehr Rot. Also um deinen Seelenpartner ist zwar hier die Stabilität und die feste Partnerschaft, aber doch überwiegend zeigt sich hier im Schwarz, ja? Also da ist noch eine gewisse, auch wenn der jetzt in Gefühl ist, ist er aber jetzt noch recht egoistisch, wie der sich hier auch zeigt. Oder egoistisch oder ein Stück weit Macht. Macht besessen, dass eine gewisse Macht hier spielt. Und darüber ärgert er sich auch. Ja, also das ist für ihn immer wieder Herausforderung, da wirklich bewusst zu werden und wirklich in seine Lebensfreude zu kommen. Der ärgert sich auch unbewusst über sich selber. Ja, also ich schau mal, was der von einem Sternzeichen sein könnte. Es könnte eventuell auch eine Feuerelement, also in selber tragen. Also es könnte wieder Löwe oder Schütze sein, aber auch könnte auch noch ein Wasserelement in sich tragen. Also Wasserelement, ja, eine leidenschaftliche, gefühlsvoller Mensch, Fisch, Krebs und Skorpion, wo er wirklich diese Gefühle noch gar nicht lebt, sondern mehr in dieses materielle Sachen halt verhaftet ist. Also das zeigt sich jetzt hier so auf Anhieb von außen. Wir wollen ja schauen, was diese Energie von Mai zwischen euch bewirkt, ja? Also in Öffentlichkeit ist er recht unentschlossen, ja? Also und das schon dauerhaft, ja, also wie er zu dir steht, also das trennen euch noch, also definitiv Welten. Bei dir ist mehr die Lebensfreude da jetzt und auch diese Nähe, die du zu ihm dennoch spürst. Du weißt, dass es halt deine große Liebe ist. Dennoch, durch die Spiritualität habe ich das Gefühl, dass du auch jetzt erst noch deine Wunden heilst, dass du auch noch nicht so ganz in dein glückliches Dasein bist. Also momentan seid ihr auch voneinander getrennt und ihr seid auch definitiv nicht auf Augenhöhe. Also trotz, dass diese schöne Maifest kommt, sehe ich jetzt zur Zeit, also in diesen Tagen, kein Zusammenkommen. Also um dich herum ist halt, dass du durch die Spiritualität mehr bei dir ankommst, mehr auch zu dir diese innere Nähe, innere Verbundenheit findest und deine wirklich Themen, die jetzt dein Seelenpartner, eventuell Wunschpartner getriggert hast, dass du die wirklich in Herzheilung bringst und sie auch heilst und mehr in deine Zufriedenheit, Harmonie kommst.
auch in diese Seelenpartnerschaft und dadurch auch so für dich das mehr annehmen kannst, dass das die größte Liebe und Erfüllung für dich sein wird oder ist, ja. Bei deinem Seelenpartner sehe ich, dass es halt noch ein weiter Weg ist, bis der ihn komplett in seine Kraft ist, in seine Lebensenergie. Also er lebt jetzt noch sehr im Außen, also ist sehr, sehr materialistisch angehaucht, also ist noch fest in der Partnerschaft, da sehe ich auch keine Veränderung jetzt zur Zeit, also ist auch noch stabil und dass eben diese Stabilität also recht wichtig ist. Also ich hoffe, dass ich jetzt keine Dislikes nur von euch bekomme. Allerdings sehe ich hier, dass da keine Nähe mit der Partnerin da ist. Sie schaut ihm an, da ist, die sind zusammen, ja, aber ist diese Verbundenheit wie bei dir nicht da. Allerdings habe ich das Gefühl, dass dein Herz mehr an deinem Seelenpartner liegt, weil du hast dich schon weggedreht und du schaust nach ihm zurück und er ist dir zwar zugewandt, hat sich aber auch weggedreht. Also ich nehme hier eine absolute Funkstille zwischen euch wahr und ja, leider Tanz in den Mai. Habe ich aber das Gefühl, dass ihr gar nicht zusammen in den Mai tanzen werdet heute. So, möchte ich gerne zwei Tarotkarten für euch ziehen. Eine für dich und eine für deinen Seelenpartner. Eine für dich, habe ich gesagt, und eine für Seelenpartner. Und da ist Prinzessin der Kelche, das sind Kelchkarten, das sind Gefühlkarten. Wir haben ja auch bald den Neumond am Wochenende und ja, das bringt ja auch immer wieder Gefühle hoch, ja. Prinzessin der Kelche, also für dich ist die Karte, die Liebe ist ein Kind der Freiheit, streife deine Fesseln ab. Du hast jetzt die einmalige Chance, die Liebe in reinste Form zu entfalten. Warum? Weil du ein wundervolles Wesen bist, heiter und doch ernsthaft und anderen interessiert, hilfreich und aufbauend, selbstständig und eigenverantwortlich. Kurzum, du hast das Talent, eine erfüllende Beziehung zu führen. Für dich, meine Liebe, du hast das Talent. Und ja, die Frage, gibt es denn noch etwas, das dich daran hindert, frei und glücklich zu sein? Du hast dann jetzt die Möglichkeit, mit dieser Energie alles wirklich loszulassen. Dank deines Einfühlungsvermögens entdeckst du Neues und gewinnst wertvolle Erkenntnisse. Also es kann auch sein, dass du heute weggehst, dass du in den Tanz, in den Mai gehst und dass du etwas loslassen kannst und etwas erkennen kannst, auch im realen Leben vielleicht, dass du eine schöne Energie erkennst und einfach Spaß hast durch dein Einfühlungsvermögen, dich vielleicht auch ein Stück weit auf Freude und Spaß einlässt. Es ist Zeit, mehr Freude in dein Sein zu bringen. Nimm das Leben leichter, dann stellt sich auch der ersehnte Erfolg ein. Dass du nicht also nachtrauerst, dass du einfach mehr in dieses, ja, um dich selber dich kümmerst. Vertraue deinen Empfindungen, du bist auf dem richtigen Weg. Je mehr du dich selbst liebst, desto mehr kannst du andere Menschen, kannst du mehr anderen Menschen geben. Verschenke deine Liebe voller Innigkeit und Zartheit, ja, und auch dich selber ein Stück weit mehr lieben. Also ich habe heute nochmal eine Buchung bekommen für den Selbstwert, ja, für Selbstwert und Selbstliebe. Ja, habt ihr die Möglichkeit, jetzt noch heute das zu buchen bei mir? Ab 1. Mai werde ich das nicht mehr für diesen Preis also anbieten, weil das war wirklich ein absolutes Schnäppchen hier als Osterangebot. Ich habe das auch noch eine Weile gelassen, ja. Also wenn du noch daran Interesse hast, schau schnell in meinem Shop. Da findest du noch 3 Termine für Selbstwert, Selbstbewusstsein, 3 Wochen, also jeweils, also einmal die Woche eine Hypnose.
bei dir, ja, auch telefonisch. So für dein Gegenüber. Ich habe jetzt hier die Rollen gewechselt. Warum habe ich das gemacht? Das ist die Gefühlsseite, habe ich ja für dich, für deine weibliche Seite. Und rechts habe ich für dein Gegenüber die Seite gewählt. Und er bekam Königin die Kelche. Auch ein Gefühlskarte, ja. Also es geht hier bei ihm um, tu im Namen der Liebe, was gut für andere und gut für dich ist. Die wahre Liebe fließt, du musst dich nicht verbiegen, nicht verleugnen, sei echt, wahrhaftig, sei du selbst. Dein großes Einfühlungsvermögen hilft dir, die Bedürfnisse anderer zu erkennen. Du kannst aus vollem Herzen lieben und teilen und tiefe Gefühle teilen, ja? Ja, wenn du mit dir im Reinen bist, beziehst du daraus eine große Kraft. Du kannst ein tiefes, schönes und erfülltes Leben leben. Du hast ein Händchen für Beziehungen, eine spirituelle Begabung und Besitz, Lebensweisheit. Höre bei Entscheidungen auf die Stimme deines Herzens. Prüfe die Gefühle aller Beteiligten, vertrete deutlich deinen Standpunkt, dann handle verantwortungsbewusst. Wenn du liebst, tue es bedingungslos, vergiss nicht, die gleichen Maßstäbe auch für dich anzulegen. Nur wenn du dich selbst liebst, kannst du gut für dich und andere sorgen. Also es geht wirklich bei beiden darum, also bei deinem Seelenpartner geht es darum, dass er zu seiner Liebe steht, zu seinen eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen seiner Beteiligten. Bei dir geht es darum, dass du dich mehr um dich kümmerst, dass du mehr in diese Freude und Leichtigkeit gehst, also jetzt in diese Mai-Energie, also durch diese Mai-Nacht, damit auch gewünschte Resultate entstehen können. Das war jetzt diese kurze Legung für dich, diese Botschaft. Also ich kann gerne nochmal die Karten hier auszählen. Also interessiert mich schon, wie sich das heute entwickelt. So, wir schauen mal, was bringt der heutige Tag jetzt von der Energie. Du bist jetzt noch hier, Moment, vorhanden. Also du bekommst hier, ja, drei Karten. Ja, dein Seelenpartner bekommt drei Karten. So, die Seelenpartnerschaft und die größte Erfüllung in der Liebe. Also, was bringt diese Energie auf dich mit? Also es kommen irgendwie Nachrichten durch Spiritualität auf dich, also was dir das Gefühl gibt, also diese tiefe emotionale Gefühl auch gibt, ja. Durch Spiritualität, das kann durch einen Spruch sein, das kann auf der Seelenebene sein, also Nachrichten werden kommen. Es kann aber auch im realen Leben sein. Für deinen Seelenpartner kommt diese starke Anziehung, das Vertrauen, die feste Partnerschaft und die Nähe. Ja, was kommt denn hier auf diese Seelen, also was heißt in diese größte Erfüllung in der Liebe, dass du mehr in diese Weiblichkeit, in deine empfangende Energie gehst, in diese Passivität, dass auf dich zukommt, dass du jetzt nichts machst, einfach nur annimmst. Und hier auf die Seelenpartnerschaft ist definitiv noch der Rückzug da. Also es ist der Rückzug noch vorhanden. Das ist auch, Rückzüge sind auch nicht schlimm. Da heilen halt bestimmte Themen, die gespiegelt wurden, heilen in der Zeit.
So, das war jetzt die Legung für den Tanz in den Mai. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn das der Fall war, freue ich mich über ein Like. Natürlich freue ich mich umso mehr, wenn du auch bei mir eine persönliche Beratung buchst, was auch immer. Oder eine Hypnose, oder eine Rückführung, oder eine karmische Blockadenlösung. Schau dich einfach um, was ich so alles anbiete. Schau dich einfach in meinem Shop um. Das findest du auch in der Infobox unter dem Video. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.